Hallo und Grüße und willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Heute geht es um Mordheim. Jawohl, und in dem ganzen The Old World Hype dachte ich mir, ich muss euch jetzt mal dieses allerneueste Gerücht, das ich aus England aufgeschnappt habe, muss ich mit euch teilen. Und zwar dafür, dass Mordheim für uns alle, die in der alten Welt sind, wir Mordheim kennen und uns so vertraut vorkommt. Und diese Stadt der Verdammten, ich meine, dass jeder von uns gerne mal einen Fuß in diese völlig zerstörte, von Monstern und Wahnsinnigen verseuchten Stadt setzen möchte, ist klar. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir das gar nicht. Nein, aber zurück zum ernsten Thema. Und zwar habe ich mir jetzt im Laufe der letzten Zeit, ich hatte ja zum Glück genug Zeit, da ich ja krank war, ich fühle mich aber schon wesentlich besser. Von daher ganz vielen lieben Dank für die gute Besserungswünsche an euch alle da draußen. Werde ich jetzt mal ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen. Wie mich jetzt Gerüchte erreicht haben, weil ich habe immer noch die ein oder andere Verbindung in England, die sich jetzt mit zu Beginn The Old World wieder reintegriert hat in die besagte Firma, die auch Mordheim hergestellt hat. Und zwar ging es darum, in einem Gespräch in einem Pub irgendwo in Nottingham trafen sich zwei Designer, die sich die Geschichte von The Old World angeschaut haben. Und je nachdem soll ein Dritter den beiden zugehört haben, weil er die beiden kannte. Und die beiden Designer haben sich in diesen Pub gesetzt, also nicht in den in die Bookmans Bar, sondern die haben sich in einen Pub in Nottingham gesetzt und haben darüber gesprochen. Und zwar, dass Mordheim wieder neu aufgelegt werden wird. Ne, diese Box mit den Skaven drin, mit den Freischärlern drin. Mit dem Unterschied, dass diesmal richtige ruinöse Gebäude in Gussrahmen gemacht werden sollen. Als Vorbild galten hier jetzt von Age of Sigmar diese Ruinen diesmal, die es gibt. Nur mit ganz eigenen Ansätzen, mit einem völlig neu überarbeitetem Regelbuch. Also wir kennen alle noch das Mordheim-Regelbuch. Und jetzt, wie gesagt, sind die Designer dabei, zusammen mit den Regelfüchsen davon, dass die jetzt dabei sind, das Spiel Mordheim neu rauszubringen. Wohlgemerkt, das ist ein Gerücht aus dritter Hand, ja, und das wird gerade in England ganz heiß diskutiert. Also nur mal so zum Verständnis. So, und ich bin da natürlich jetzt aus allen Wolken gefallen. Dachte mir, ja, wie geil wird das denn? Wir kriegen erst die alte Welt wieder. Und da Mordheim ja auch in der alten Welt ist. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten oder was? Ja, also wir kennen alle die Stadt der Verdammten und auch diese schönen alten Pub-Gebäude. Und die beiden Banden der Skaven und der Menschen, die in diesen Boxen waren, die üblichen roten Maßbänder, die Würfel, aber auch diese schönen kleinen Pub-Marker, die so schön gestaltet worden sind. Und man konnte diese Atmosphäre von Mordheim immer spüren. Und es war toll, dass du mit deiner kleinen Bande durch diese ruinöse Stadt gehen konntest und dort Schätze sammeln konntest, im blödesten Fall dem Wahnsinn anheimfällst und dass dich irgendwelche Monster überfallen oder du auch einen grandiosen Sieg über eine andere Bande erreichst. So, nichtsdestotrotz geht es eigentlich immer nur um den eigenen persönlichen Ruhm bei solchen Geschichten, aber es fällt ja auch zufälligerweise genau in diese Zeit hinein der drei Imperatoren. Ja?
Ja, die Stadt Mortheim wurde im Jahr 2000 bzw. 1999 auf 2000 nach Sigmar Geburt wohlgemerkt von einem Meteoriten zerstört. Und in der Zeit der drei Imperatoren spielt Mortheim eine wichtige Rolle. Ja, also The Old World und Mortheim hängen also unmittelbar miteinander zusammen. Und diese drei Imperatoren schicken ja nun ihre Banden nach Mortheim, um Morstein, Warpstein zu sammeln, den man dann verkaufen kann oder mit Hilfe von Zauberern, die dann magische Effekte erzielen können. Also zur absoluten Bereicherung an Macht und Einfluss. Dafür ist Mortheim damals auch in den Mittelpunkt getreten. Also ein kleiner Nebenschauplatz der gesamten Geschichte. Und das würde natürlich auch wieder die Figuren interessant machen, gerade für die Skaven, die Untoten, die ja leider nicht weiter supportet werden. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass halt auch dann, wie gesagt, die Menschen natürlich, ne? Also wir haben Middenheim, wir haben das Reikland und ich meine, wir haben Nullen, in Talabekland, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber egal. Jedenfalls passt das alles in dieses Schema. Und diese beiden Designer, die damals in diesem Nottingham Pub gesessen haben, die sind auch bekannt. Also da gibt es ja schon Leute in Nottingham, die sind so ein bisschen Paparazzi-mäßig unterwegs, ne? Also ganz klar, Bilder in der Öffentlichkeit von den Designern sollte man halt jetzt nicht zeigen, ganz klar. Aber diese beiden Designer, die haben sich ganz offen darüber unterhalten, wie sie jetzt sich dran setzen und Mortheim neu auflegen. Aber mit dem schönen alten Flair der alten Welt. Man kann also Großartiges erwarten, finde ich. Und ich finde, es ist ein schönes, neues Gerücht aus dritter Hand, wohlgemerkt, was dann doch schon wieder Hoffnung aufkeimen lässt. Allein die ganze Fangemeinde auf der ganzen Welt für Mortheim ist ja über all die Jahre nicht weniger geworden. Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht weniger. Es gab zum einen richtige Vereine und Gruppierungen, die nur Mortheim gespielt haben, die sich eigene Banden geschrieben haben, eigene Regeln geschrieben haben, die vor allen Dingen das Regelbuch adaptiert haben. Ja, also editiert, Entschuldigung. Und dann gab es ja dann den Almanach für die anderen Völker, also für die Zwerge, die Waldelfen, Hochelfen etc. So, und da bin ich mir ganz sicher, also genauso wie ich damals gesagt habe, dass die alte Welt wiederkommt, sage ich euch auch da draußen, Mortheim wird auch wiederkommen. Ja, der Hüteralt der alten Welt, der hat noch seine Verbindungen nach England. Und ich freue mich jetzt einfach wie so ein Keks, dass ich euch jetzt davon berichten kann. Ich hoffe natürlich jetzt mal, dass diese beiden Designer, ja, dass die sich da jetzt ordentlich ins Zeug legen und dass das dann auch genauso wie von The Old World auch gleich richtig gemacht wird. Das Schöne ist, ich als Hüter der alten Welt bin ja immer so mit gemischten Gefühlen dran gegangen, weil ja, wie das ja auch viele Leute von euch kennen, das Spiel Mortheim, also der Skirmisher, das Scharmützelspiel, das war schon spannend, gerade so am Anfang, so dieser Aufstieg einer Bande. Das Problem ist, irgendwann, wenn die Banden so erfahren werden, wenn sie diese Kenntnisse haben, wenn sie so zähe Veteranen sind, dann sind sie beinahe unbesiegbar. Und das war der Punkt bei Mortheim, der nicht gebalanced war, also der, wo es keinen Ausgleich gab. Also, um das mal so ein bisschen bildlich darzustellen, du hast deine Bande, die jetzt, sage ich mal, schon seit 20 Spielen, 30 Spielen in Mortheim ist, ganz klar, die lassen sich nichts mehr vormachen. Und dann kommt dann jemand ganz neu rein mit seiner ganz neuen Bande, die jetzt so gut wie keine Erfahrung hat. Und die werden natürlich ausradiert. Ja, nur mal so als Beispiel. Und da, glaube ich, ist der allerwichtigste Punkt anzusetzen,
dass man die Fähigkeiten und die Verletzungstabelle, das ist eine Sache für sich, aber generell die Fähigkeiten und die Zähigkeit, dass man die nicht so extrem steigern könnte. Also dass man da gerade sehr völkerspezifisch gewisse Grenzen machen sollte. Einfach, dass man sagen kann, du kannst einfach nicht weiter als Widerstand 4 haben oder sowas. Ja? Oder dass du gerade als Neueinsteiger zum Beispiel eine besondere Waffe kriegen kannst, mit denen du jemanden umhauen kannst, was weiß ich, wie die Besessenen, die halt, sage ich mal, noch einen Regenerationswurf haben und die dann einfach Möglichkeiten besitzen, dann vielleicht doch irgendwie zu gewinnen. Also, ihr versteht schon, was ich meine. Also so eine gewisse Ausgeglichenheit da einbauen. Also das wäre, glaube ich, der größte Wunsch, der, sage ich mal, regulär dargestellt worden ist. So, und worüber ich mich zum Beispiel am meisten freue, ist das neue Mordheim-Gelände. Ja, also die Box, die uns so vertraut ist, ne, mit dem Cover, ja, also mit diesem Anführer, der da mit seiner Pistole da querschießt und einen Säbel in der Hand und im Hintergrund diese rote, wabernde Masse in Mordheim. Das hat schon was. Das ist uns allen so vertraut. Und wenn diese Box jetzt, sage ich mal, wiederkommt, natürlich, was ich ein bisschen neuer designt, aber immer noch in diesem, mit diesem Flair, mit dieser Atmosphäre. Ne? Also, wenn du diese Box in Händen hältst und die so schön schwer ist, vom Regelbuch und von den Kunststoffruinen, ja, die da drin sind, ich glaube, das reißt dann wieder viele von uns mit. Ja, das wäre gerade jetzt so für den Hype, den wir alle bei The Old World erleben, wäre das mit Mordheim natürlich wieder so ein Nebenschauplatz. Aber ich glaube, dass Mordheim weltweit, vorausgesetzt natürlich eine überarbeitete, bessere Version, was jetzt die Regeln betrifft, die dann höchstwahrscheinlich an The Old World angelehnt sind, also die Regeln, ganz klar, damit man wieder Parallelen hat. Das macht schon Sinn, meiner Meinung nach. Ja, also, weil wir sind ja jetzt in der Zeit der drei Imperatoren und die haben sich ja jetzt finanziell ja schon ein bisschen reinknien müssen. Und das war, fand ich, ja schon so eine krasse Entwicklung, weil der Krieg der drei Imperatoren hat halt die Schatzkammern aufgezehrt, ne? Die Bevölkerung war verarmt, da gab es nichts mehr zu holen. Einzig in der Stadt Mordheim, da lagen diese grünen, schimmernden Steine buchstäblich auf der Straße. Und gerade bei Zauberern und so weiter, da war das ja alles heiß begehrt. Natürlich absolut illegal, ja, also man durfte ja in dieser Zeit nicht offiziell zaubern, es gab ja keine Magieakademien, noch nicht. Und die sind ja erst mit den Magieakademien entstanden, als Magnus der Fromme Teklis, den Hochelfen, gebeten hat, dass man nach dem Sieg über das Chaos jetzt die Menschen ausbilden kann in Zauberei. Also das war so gerade so eine Übergangsphase. Aber genau da passt Mordheim auch rein. Also diese verschwommene, dunkle Zeit, gerade so die Vampirkriege sind vorbei, die Zeit der drei Imperatoren, das ganze Imperium ist zersplittert in Fraktionen, die sich gegenseitig bekämpfen und dann der Feind von außen, das gewaltige Chaos, Magnus der Fromme steigt auf und. Also das sind alles so diese Faktoren, die, glaube ich, gerade mit dem Thema Mordheim nochmal gespeist werden. Du hast diese eine Stadt, in der so ein gewaltiger Meteor eingeschlagen ist, ja, und mit Hilfe von diesem verdorbenen Gestein, ja, schaffst du es, deine Staatskassen aufzufüllen. Na, also mit dreckigem Geld, wenn man so will. Aber manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Und das ist, finde ich, ein schöner Ansatz, den wir alle haben. Und ich kenne mittlerweile viele Leute, die Mordheim spielen,
die sich das Buch geholt haben, die sich Gelände bauen. Ganz liebe Grüße hier mein Brüderchen, den Windolfs Mordheim-Fan-Kanal. Könnt ihr gerne mal draufgehen, mal gucken. Aber auch der Xardas zum Beispiel, der macht ja auch Mordheim. Dem habe ich übrigens ein paar Skaven geschickt. Egal, jedenfalls, Mordheim ist wieder im Gespräch drüben auf der kleinen Insel. Und dass sich zwei Designer, wie gesagt, hingesetzt haben, ganz offen darüber gesprochen haben und sogar ein paar Zeichnungen gemacht haben, das fand ich schon mal geil. Also da gibt es wirklich Leute, die sich jetzt gerade ein bisschen Gedanken machen, die mit auf diesem Hype-Train aufgesessen sind und sich einfach ein bisschen Gedanken gemacht haben um die Umgebung von der alten Welt. Also Mordheim gibt es ja in dem Imperium, sieht man aber jetzt nicht auf der Karte, das ist ganz lustig, weil das wird auf jeden Fall noch kommen. Und was ich mir von einer Neuerscheinung von Mordheim wünsche, es ist ja so, dass gerade bei Games Workshop die Berechner, sage ich mal, die Wirtschaftsleute natürlich mit ins Boot geholt werden. Und man überlegt sich halt, wie schaffen wir es, dieses Interesse, das ja weltweit vorhanden ist für Mordheim, wie schaffen wir das, in eine Box zu packen, die sich für uns dann auch lohnt? Also, dass man da vielleicht wieder zwei Banden reintut oder vielleicht nur eine große Bande, dann jede Menge Gelände, also die ruinösen Gebäudeteile und dann vielleicht auch noch ein bisschen anderes Gelände, sowas wie Schutthaufen oder so, kann ich mir gut vorstellen. Kisten und Fässer. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass man da so ein bisschen sich daran orientiert, wie diese Box für den Kunden attraktiver ist. Also mit hinein natürlich das Regelbuch, was überarbeitet ist. Dann eine Bande. Ja, und das Ganze dann halt mit schönem Gelände, mit Würfeln wieder, aber dann auch angepasst an The Old World. Würde eigentlich Sinn machen. Und ich glaube, dass du mit dem Rank-and-File-System, was ja jetzt mit The Old World wiedergekommen ist, und du dann einen Skirmisher anbietest mit eckigen Böden, dass das dann nochmal so ein, Zusatzbooster ist. Und dass es, glaube ich, auf der Welt viele Fans von Mordheim gibt, die da völlig aus dem Häuschen sein werden. Und wie wir ja schon bei The Old World gesehen haben, haben die sich ja total verkalkuliert. Also sie haben nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Und genauso, und das prophezeie ich euch, genauso wird es auch sein mit Mordheim. Ja. Dann haben wir bei Mordheim natürlich auch noch eine ganz wichtige Sache. Wir haben nicht nur die Box mit dem Inhalt, sondern wir haben auch die Geschichte von Mordheim. Was mich halt wirklich interessieren würde, was all die Jahrhunderte in dieser Zeit in dieser Stadt passiert ist. Ja, also da muss es ja halt, es gibt ja diese Besessenen, die halt im Zentrum dieser zerstörten Stadt leben. Wir haben die Sigma-Schwestern, ne? Da gibt es ja dieses Kloster, dieses Sigma-Kloster, was da ganz oben auf so einem Hügel ist, was so in Mordheim selbst ist und was ja dadurch, dass es so weit oben war, ja von den ganzen giftigen Dämpfen verschont geblieben worden ist und die Sigma-Schwestern halt immer wieder Missionen machen, um diesen Morstein aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, die ziehen halt gegen andere Banden ins Feld, um ihnen diesen Morstein abzunehmen, um ihn dann in Katakomben zu verstecken. So. Und ich finde, dass gerade diese Geschichte schon interessant wäre, was jetzt, sage ich mal, dieses Sigma-Kloster betrifft.
klar, in Mordheim gibt es ja die Hexenjäger und dieser Kampf zwischen Hexenjägern und Sigma-Schwestern, der ist ja schon so ein bisschen, so ein bisschen richtungsweisend. Ne? Also dieses Kloster für Frauen, die im Namen Sigmas in den Kampf ziehen, das ist ja schon eine ganz eigene Geschichte. Ja? Und in dieser Zeit dieser drei Imperatoren wird ja beschrieben, wie sich die Sigmarkirche so ein bisschen von diesem Kloster abwendet. Ne, das rundherum halt alles zerstört ist, bis auf die Sigmar-Schwestern. Und dass halt gerade diese beiden Zirkel, also der Zirkel des Silberhammers und die Schwesternschaft des Sigmas so ein bisschen im Clinch liegen, ist so ein bisschen diese Schirm Differenz, die es gibt. Und jeder meint, der andere ist ein Ketzer und muss vernichtet werden. Aber sobald untote Skaven oder Besessene aus dem Düsternis hervorkriechen, halten diese beiden Fraktionen zusammen und kämpfen gegen das Böse einfach. Und ich glaube, dass da man vielleicht in diesem Geschichtsfenster, in dieser Zeit der drei Imperatoren vielleicht noch mal ein bisschen mehr Licht reinbringt. Ne? Also gerade was die drei Imperatoren betrifft. Also wer sind die drei Imperatoren? Wird es sie als Figuren geben? Ne? Dann mit Mordheim werden wir besondere Charaktermodelle kriegen für Mordheim. Werden wir besondere Hauptmänner wieder bekommen? Oder was ist mit diesem Schattenkönig? Ja, dieser Besessenen. Das wäre auch ein geiles Modell, kann ich mir gut vorstellen. Ja, es ist halt immer wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten, dass sich das Ganze auch rechnen muss. Ja, also wohlgemerkt, das muss eine Produktion sein, die sich zum einen entweder selber trägt und natürlich auch Gewinn abwirft, ne, weil wir wissen ja, Games Workshop ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine breite Fanbasis, die sich, glaube ich, wenn das Ganze neu aufgelegt wird, wieder ausbreiten wird. Es wird wieder viele Leute geben, auch gerade aus dem The Old World Bereich. Aber, und jetzt glaube ich, das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch Age of Sigmar. Die Age of Sigmar Leute werden bestimmt die Ruinen dazu verwenden. Vielleicht auch die Figuren adaptieren für ihre Spiele. Ich finde es ja generell eine tolle Sache, wenn man systemübergreifend da jetzt, sage ich mal, schon so ein paar Schritte macht, um das miteinander zu verknüpfen. Wichtig zu erwähnen wäre natürlich, dass es ganz klar ist, dass das natürlich ganz verschiedene Spielsysteme sind und auch bleiben. Ne? Also Age of Sigmar, The Old World und Mordheim. Aber ich finde es halt schön, dass man diese Thematik auch übernehmen kann. Ja? Also gerade mit Age of Sigmar-Figuren zum Beispiel, die ja eher auf Rundböden stehen, die können natürlich auch mit ihren Figuren in Mordheim Spiele spielen. Und das ist wieder so eine systemübergreifende Brücke, ja, wo man sich wieder die Hände reichen kann, sagen, hey, geiles Spielsystem, oh, geile Figuren. Ja. Man trifft sich im Laden, man trifft sich bei dem Händler des Vertrauens, man trifft sich zu Hause mit Freunden und mit Hobbyleuten. Und das ist ja wieder so dieser Fokus, der dahinter steht. Und das ist ja auch in dem Sinne dann die Garantie dafür, ich setze natürlich voraus, dass das auch weiterhin supported wird, dass dann auch, sage ich mal, gewinnbringend auch die Boxen, / das Thema, / das Regelbuch verkauft wird. Es kann natürlich durchaus sein, dass wir kein Buch für Mordheim bekommen, sondern dass nur eine sehr gut überarbeitete PDF-Datei dafür rausgegeben wird und in der Box für Mordheim vielleicht nur eine One-Page-Rules-Seite sein wird. Das kann ich mir gut vorstellen.
So. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Mordheim ist und bleibt natürlich ein kleines Randspiel. Ne? Ein Skirmisher. Und im Gegensatz zu The Old World ist es halt wirklich nur ja, mit wenigen Figuren spielbar. Was natürlich den Skirmisher-Liebhabern wieder in die Karten spielt. Also den Scharmützel-Spielern. So. Und ich habe mir halt jetzt gedacht, so, ich wollte jetzt mal euch meine Gedanken mitteilen zu einem neuen Mordheim, das neu aufgelegt wird, mit neuem Gelände, mit neuen Banden, also alten Figuren, alten Gussrahmen natürlich, aber mit schönem neuen Gelände, neuen Markern oder sowas, die halt, sag ich mal, zeitgemäß sind und vor allen Dingen, dass die Atmosphäre eingefangen wird. So, und zum guten Schluss wollte ich euch jetzt da draußen fragen. Schreibt mir das bitte, 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 bitte gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Meldung haltet, dass Mordheim neu aufgelegt werden soll, dass jetzt schon Gespräche stattfinden und was für eine Bande würdet ihr sofort beginnen? Oder was glaubt ihr, welche Banden werden in der Box sein? Wie stellt ihr euch das Gelände vor? Habt ihr reale Bilder da im Kopf oder habt ihr Ideen von anderen Gussrahmen, wie zum Beispiel ich mit Age of Sigma, diese Ruinen, ne, mit diesen Kathedralen oder so. Also von dem Design her natürlich alles auf Mordheim gemünzt. Da bin ich mal gespannt. Ich bin generell auf eure Kommentare gespannt, was ihr von der Neuerscheinung von Mordheim denkt. So, jetzt hier von mir zu euch beste Grüße vom Hüter der alten Welt und bis zum nächsten Podcast.